175 Vorstellungen hat das Stück Agnes am Badischen Staatstheater erlebt. Jetzt stand die letzte auf dem Programm und wir haben Hauptdarstellerin Cornelia Gröschel vor der Vorstellung gefragt, wie viel Wehmut denn da mitschwingt. Ach, da ist Wehmut dabei, da ist Vorfreude dabei, da ist Aufregung dabei. Ich bin echt nochmal nervös jetzt nach so langer Zeit, nach so vielen Jahren. Wir sind über 5 Jahre, spielen wir es schon und ich kann das Stück im Schlaf, aber ich bin heute Abend echt wieder aufgeregt, weil der Regisseur wieder da ist, weil es das letzte Mal ist, weil irgendwie kann man sich das kaum vorstellen. Aber ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich hätte es noch 5 Jahre weiterspielen können. 2012 hatte Agnes Premiere. Seitdem hat Cornelia Gröschel viel Film und Fernsehen gedreht. Und jetzt steht eine besondere Neuverpflichtung an. Sie wird Kommissarin im Dresdner Tatort. Was sagt sie dazu? Ach, also zum einen ist es für mich eine Ehre und ein Privileg, da gefragt worden zu sein, ob ich das machen möchte. Ich meine, es gibt, glaube ich, 25 Teams ungefähr und ich bin dann eins davon mit meinen Kollegen. Und dass das Ganze auch noch in meiner Heimatstadt spielt, ist irgendwie ein Sechser im Lotto. Also ich kann wieder zu Hause bei meiner Familie sein, 2-mal im Jahr für 5, 6 Wochen und die alle sehen und da arbeiten und am Wochenende meine Freunde und Familie besuchen. Und irgendwie auch, ich fühle mich ja auch verwurzelt zu der Stadt und da irgendwie was mit der Stadt wieder gemeinsam erleben zu dürfen und mal schauen, vielleicht was bewegen zu können, das finde ich sehr schön.